Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2 Online. Ja, weiter geht's mit den Multiplayer-Parts. Ich habe jetzt ganz schnell reingesprungen ins Event. Zum Glück sind alle ausgeschaltet, die anderen Gegner. Und wir fahren, glaube ich, Ausdauer, wenn ich das richtig gesehen habe. Und was habe ich jetzt genommen? Ich habe den McLaren MP4 genommen. Oh Gott, Bugatti, na ganz toll. Da wird man ja wieder eine richtig große Chance haben, da was zu reißen. Ja, bei Stufe 3 habe ich ja bis jetzt nur den McLaren und den MP4. Und die anderen haben natürlich schon alle schöne Königsecks, schöne Bugattis, gegen die was man absolut keine Chance hat. Aber Kopf hoch, Ausdauer, vielleicht schaffen wir irgendwas Gutes. Wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Aber endlich mal ein Rennen. Endlich mal ein Rennen, das freut mich. Weil in den letzten Parts haben wir ja nur scheiß Duelle und scheiß Togis gehabt. Und jetzt gibt es endlich mal ein Rennen, aber das ist mit Live-Route, sehe ich gerade. Oh je. Da wird es Chaos geben. So, hier hinten sehen wir schon Bugatti, Audi, Königsegg, na ganz toll. Machen wir das Beste draus. Oh Gott, die erste Kurve, jawohl, und da geht's schon los. Jeder in den anderen rein. Wahnsinn, unser Auto ist ziemlich Schrott nach der ersten Kurve. Ja, bei Live-Routen heißt es einfach irgendwie durchkommen, weil keiner hat so einen Plan, wo es hingeht. Komm, ja, 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 nein, hau mich doch nicht weg. Aber wir sind noch Vierter, das heißt, wir sind noch gut dabei. Gut, jetzt sind wir Fünfter, weil der Bugatti ein bisschen schneller ist als unserer. Komm, verbiss die Bugatti. Nein! Fliegen die Fetzen. So, wir sind Fünfter. Fünfter, hinter uns kommt die Meute schon angestürmt. Vor uns zwei Bugattis. Ich glaube, gegen die wollen wir nichts ausrichten können. Da ist irgendwie einer unsichtbar. Boah, wo geht's denn hier lang? Wir sind immer schon auf vier vorkommen irgendwie. Oh, jetzt kommt der Königsegg natürlich. Ja, zieh mal schön vorbei. Ne, Bugatti ist es. Sorry, Bugatti. Dahinter kommt Pagani. Oh Mann. Nein! Oh shit. Ich glaube, da habe ich irgendeinen an Wand geboxt. Aber ich bin Erster. Hey, ich bin Erster. Keine Ahnung, wie ich das wieder geschafft habe. Aber die Kurve habe ich absolut nicht gesehen. Und dann gab es einen riesen Kuddelmuddel dahinter. Und jetzt. Wie lange dauert es überhaupt? Oh Gott. Noch drei Viertelminuten. So, damit ist wieder der erste Platz hergeschenkt. Aber Live-Route, ja, wir haben es ja gerade gesehen. Wir sind von 5 bis auf 1 vorkommen, nur in einer Kurve. Gut, wir sind natürlich absolut glücklich reingefahren irgendwie. Wo geht's denn hier lang? Mein Gott. Immer schön im Rückspiel schauen, dass nicht irgendeiner angeflogen kommt. Aber bis jetzt, die Gegner verhalten sich, ja, zu mir war bis jetzt noch keiner so richtig asozial. Also deswegen bin ich zufrieden. Und was macht der da? Was macht der da mit seinem weißen Bugatti? Fährt einfach mal ein bisschen quer auf der Straße rum. Wir sind Zweiter, wir haben aber noch 3 Minuten. Oh Gott, da kann nur so viel passieren. Oh Gott, und vor allem, wenn solche Kurven kommen. Ja, und die anderen kommen schon. Die anderen kommen doch schon. So, jetzt kommt wieder eine Linkskurve. Ist die steil? Ja, ich glaube, die ist steil. Oh ja, die ist ziemlich eng. So, jetzt zieh mit deinem Bugatti wieder schön vorbei. Und schau, dass nie wieder auf der Straße rückwärts fährst. Schon quer und so weiter. Oh mein Gott. So, hinter uns ist auch ein MP4, genau den gleichen, was wir auch haben. Oh nein, sorry. Sorry. Da habe ich den Bugatti mal ein bisschen weggedreht, war es nicht so beabsichtigt. Ich wollte da ein bisschen anders reinfahren als der Bugatti. Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt da nicht ernst und wird mich weghauen. Oh Mann, wo geht denn die Strecke lang? Da kommt der weiße Bugatti schon wieder. So, wir sind momentan auf 3. Der zweite ist nicht weit weg, aber ich glaube, der erste ist über alle Berge. Boah, wo geht's denn hier lang? Oh, wie ich Live-Routen manchmal richtig hasse. Obwohl, der erste ist gar nicht so weit weg, sehe ich gerade. Die sind alle ziemlich weit davon, ne? So, und jetzt kommt der Bugatti von hinten. Den würde ich jetzt mal fairerweise ganz locker vorbeilassen, weil ich den gerade so scheiße gedreht habe. Außer dreht mich. Wo ist er denn jetzt? Bitte dreh mich nicht. Bitte dreh mich nicht. Dankeschön. Einfach ganz normal vorbeifahren. So, vierter Platz. Die ersten zwei sind nur in Sichtweite. Wir haben noch zwei Rewinds. Und wie viel haben wir noch Zeit? 1,5 Minuten. Ja, da könnte, glaube ich, nur einiges gehen. Kommt davon, was die ersten zwei hier nur veranstalten. Ob die sie nur großartig weghauen oder ob die harmlos zu Ende fahren. Ich glaube, die werden sie bestimmt nur weghauen. Wie ich halt keinen Plan habe, wo hier eine Kurve kommt und wie hier eine Kurve kommt.
Ach, dafür liebe ich ja Live-Routen. Ach Gott, nein, nicht drehen. Oh, wo ist der fünfte? Okay, der fünfte ist nah dran. Also ich glaube, mit dem vierten Platz können wir uns zufrieden geben. Aber wenn die müssen wir erstmal halten, weil da hinten, da kommt einer. Ja, ich sollte jetzt keinen großen Scheiß bauen. Das wäre jetzt sehr fatal. Was ist denn das hier wieder für eine Kurve? Das ist eben bei den Live-Routen so tricky. Man weiß nie, was die nächste Kurve für einen bereithält. Ob das eine Spitze ist, ob die nur leicht angeschnitten ist. So, 30 Sekunden. Ja, ich glaube, den vierten sollten wir sicher haben, weil der fünfte ist ganz weit weg. So, 20 Sekunden noch. Aber vor uns ist auch keiner mehr in Sichtweite. Gut, zum Schluss relativ souverän. Nein, mach bitte keinen Scheiß. Wo ist der fünfte? Puh, das war zum Glück noch ein bisschen knapp. Ich hoffe, dass ich die nächste Kurve jetzt keinen Scheiß baue. Gut, jawohl, haben wir sicher. Vierter Platz, bin ich zufrieden. Wer ist denn erster? Ja, Bugatti, dann McLaren MP4. Hey, der Steve ist sogar noch auf 1 gekommen. Die, was ich in der einen Kurve voll weggehauen habe, aus Versehen, der ist sogar nur bis auf 1 gekommen. Respekt. Hat er jetzt scheinbar ganz locker weggesteckt, dass ich ihn weggehauen habe. So, das heißt, jetzt gibt es endlich mal ein bisschen Kohle für uns, weil vierter Platz ist eigentlich das beste Ergebnis, was wir jetzt im Departs bis jetzt geleistet haben. Oh ja, 19.800. Kollisionsratenbonus, gibt es auch ein bisschen was? Jawohl, 1.800. Geht auf jeden Fall über 20.000, das ist schon mal schön zu sehen. Und jetzt wird auch endlich die Erfahrung mal ein bisschen ansteigen. Komm, jetzt steigen wir ein bisschen an. Jawohl, das war jetzt mal ein schönes Stückchen. So, jetzt auf jeden Fall in der Gruppe läuft es bis jetzt ziemlich gut. Als nächstes kommt Zeitfahren S2 in Paris. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den Nismo? Ich glaube, wir nehmen den Nismo. Schauen wir gerade meine Gegner so ein bisschen an. Ob ich da vielleicht irgendjemand Bekanntes sehe? Nee, ist eigentlich keiner dabei, den was ich jetzt so kenne. Ja gut, dann werden wir den Nismo nehmen, weil für Zeitfahren... Ich habe mir zwar den BMW Touring Car gekauft, aber irgendwie ist der total scheiße. Der Nismo, oder? Ich weiß nicht, was soll ich nehmen? Soll ich den Nismo nehmen? Oh, ich weiß es doch nicht. Was nimmt denn der Rest? Schauen wir mal, was die anderen alles so nehmen. Nismo. Okay, jeder nimmt einen Nismo. Bis auf der eine mit dem BMW. Und die Volkswagen. Aber sonst nimmt da jeder Nismo. Ich glaube, dann sollte es auch die richtige Wahl sein. Erworbene Online-Fahrzeuge. 19 Stück. Ja, normal am Anfang hatten wir ja nur 4 Stück. Ich habe aus Versehen 10 gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum ich 10 Autos gehabt habe am Anfang. Ich habe mir kein DLC gekauft. Ich habe das Spiel ganz normal bei Steam gekauft und keine Ahnung, da war Grid 1 auch dabei. Und deswegen habe ich irgendwie 10 Autos gehabt am Anfang. Da war es natürlich ein bisschen einfacher, weil da hat man die ganzen Scheißkarten nicht fahren müssen. Und so, Zeit fahren. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann dürfen wir auch losfahren. Oh, es sind nur 2 Runden. Oh Gott. 2 Runden heißt, wenn wir die erste verkacken, dann kommt es auf die zweite schon an. Das ist natürlich schon mal nicht schön. Und die da vorne, die schieben sich auch ganz schön zusammen. Oh Gott, das könnte jetzt interessant werden. Bitte lass mich vorbei. Dankeschön. Solche Gegner sind mir die liebsten. Wenn man schneller ist und der andere lässt einen vorbei, ohne dass sie unfairerweise plötzlich links rumziehen. Du fährst jetzt erstmal schön Wand rein und wirst zum Glück unsichtbar. Oh Gott, die Kurve. Aber bis jetzt läuft es nicht schlecht. Wir haben zwar immer 2 Stück überholt und den ersten, den können wir jetzt auch schon bald angreifen. Das schaut dann von der Zeit her auch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt keine großen Fehler machen. Oh, die Kurve war gut. Die war nicht schlecht. Aber der hinter uns, der ist auch ganz schön gut unterwegs. Also den können wir nicht abschütteln. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. Und Runde ruiniert. Perfekt gemacht. Ah, die war noch nicht schlecht und da kommt so eine scheiß Kurve. Und jetzt die ganze Runde wieder im Arsch. Ja, das Schöne am Singleplayer, also am Offline-Modus, ist halt, dass man zurückspulen kann. Das heißt, ich hätte jetzt die Kurve nur 3-4 Mal machen können. Geht hier im Online natürlich nicht. Das ist natürlich auch der Reiz dran, deswegen fährt man ja online. Da hinten kommt schon wieder der Steve. Der ist auch ziemlich gut unterwegs. Er hat das letzte Event gewonnen und jetzt kommt er auch schon wieder verdammt gut rein. Also ich glaube, der hat's drauf. Die vorne, die hauen sie jetzt wahrscheinlich beide weg. Jawohl, da steht schon mal weg. Oh, jetzt klebe ich natürlich schön an der Wand. Wieder Golf vor mir. Oh Gott, jetzt
auf die ersten vier Plätze. Lass mich bloß in Ruhe. Dankeschön. Also bis jetzt ist es eine ziemlich coole Gruppe, muss ich sagen. Die hauen sich nicht großartig weg, aber die fahren schön mit. Gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir echt gut, die Gruppe. Zum Glück habe ich die gefunden und ich glaube, in der Gruppe werde ich noch ein bisschen was aufnehmen. So, die erste Zeit 1,50. Ja, der Steve hat uns schon mal... Oh, 3 Sekunden schneller, der Steve. Respekt. Ich glaube, der will jetzt auch hier vorbei, oder? Jawohl. Ah, nein. Wo ist er denn? Da geht er vorbei. Auch ein Nismo, aber... Der hat es, glaube ich, ein bisschen mehr drauf als wir. Na, wir sind momentan auf dem 2. Platz und mit dem wäre ich auch momentan absolut zufrieden, wenn wir das halten könnten. Jetzt hat er einen Fehler vor uns gemacht. Uiuiui, jetzt muss er irgendwie vorbei. Das ist natürlich scheiße, bei so einer engen Strecke irgendwie halbwegs fair zu fahren, ohne dass man den Gegner weghaut, ist natürlich recht anspruchsvoll. Oh, die war nicht so gut, hätte ich früh anbremsen müssen. So, wir sind momentan immer noch am 2. Platz von der Zeit her. Das heißt, die erste Runde hat jetzt eigentlich jeder gefahren. Das schaut nicht schlecht aus. Also ich glaube, den 2. Platz sollten wir gut halten können. Vor allem die Runde ist auch ein bisschen schneller als die erste. Was hat jetzt... Okay, der hinter uns hat ein bisschen Scheiße. War auf jeden Fall jetzt weit weg. So, jetzt dürfen wir auf jeden Fall alleine zu Ende fahren. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir können vielleicht... Ja, eine Bestzeit werden. Nein! Ja, da sage ich nur was von der Bestzeit und dann baue ich Riesenscheiße. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, an den Steve werden wir nicht rankommen. Das wären ja über 3 Sekunden haben wir jetzt Rückstand. Ja, und vor allem mit dem Fehler jetzt. Ich glaube, die Runde wird auch nichts. Aber wenn wir den 2. Platz feststehen können, dann wäre ich absolut zufrieden. Oh nein, 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 nein. Das war wieder mal scheiße gefahren. Gut, damit können wir die 2. Runde auch in die Tonne kloppen. Ich hoffe nur, dass jetzt von hinten keiner mehr kommt, dass wir durchgereicht werden. Das wäre die einzige Befürchtung, was ich jetzt nur habe. So, Steve hinter uns gibt wieder Vollgas. Jetzt auf der Zielgeraden. Ja gut, der wird auch keine neue Bestzeit hinlegen, genauso wie auch nicht. Gut, jetzt halt warten auf die anderen. Wie viel Nismus einfach dabei sind. Jetzt bin ich gespannt, ob von denen mich einer nur kriegt. Jawohl, da ist der erste schon vorbei. Der zweite nicht. Der dritte auch nicht. Momentan sind wir nur Dritter. Immer noch Dritter, immer noch Dritter. Ja, ein paar kommen noch. Ja gut, die anderen kommen jetzt nur mit dem Volkswagen. Ich glaube, das soll jetzt eigentlich keiner mehr schaffen. Nismus sind alle durch. Ich glaube, das sollten wir haben. Ich glaube, wir sind echt Dritter. Wird immer besser momentan. Ja, tatsächlich, wir haben auf dem 3. Platz geschafft, das ist schon mal richtig geil. Das heißt, es gibt wieder einiges an Kohle, wir sehen schon, die ersten 4 sind Nismo, also ich glaube, Nismo ist von der Stufe 2 so eins der ziemlich besten Autos bei der Stufe 2. Gut, und jetzt dürfte es eigentlich auch wieder ein bisschen Kohle geben. Schauen wir mal drauf, jawohl, und der rasselt schon nach oben, oh, 26.400. Kollisionsratenbonus auch noch ein bisschen was, jawohl, 2.400, da kommen wir auf... 28.800. Jawohl, 28.8. Auf jeden Fall einiges. So, Level steigt auch weiter an. Vielleicht kommen wir... Ja, jawohl! Nur mit so eine hohe Anzahl an Erfahrungspunkten und dann haben wir Level 24 schon erreicht. Och nee, warum? So, zum Abschluss von dem Part gibt es jetzt dann nochmal eine schöne S2 Checkpoint. Das ist jetzt natürlich wieder eher suboptimal. Ach, warum S1? Und dann auch noch so eine Scheißstrecke. Ach nö, gut. Was nehmen wir jetzt am besten? Giulietta, Romeo, M1, Volkswagen, Giulietta. Weiß nicht, schauen wir, was die anderen zu nehmen. Ich richte mich am meisten, was die anderen zu nehmen, weil vor allem die oberen, wer nimmt denn das als? Giulietta, BMW, Giulietta... Und ja toll, die Meinungen gehen deutlich auseinander. Ja, jetzt müssen wir uns Giulietta nehmen. Wird schon irgendwie gut gehen, hoffe ich mal so. Und dann werden wir das letzte Rennen bestimmt auch irgendwie über die Bühne bringen. Siege. Hm. Längste Drift, 206 Meter in online. Was war es jetzt? Checkpoint, oder? Ja, oh, ich vergiss das immer. Ich vergiss so oft drauf zu schauen, was es ist. Aber wir haben bis jetzt immer noch kein einziges Drift-Event gehabt. Ja, ist Zeit, Checkpoint.
Checkpoint ist es und wir starten weit vorne, ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Da müssen wir uns wenigstens nicht das ganze Feld durchkloppen. Oh, jetzt wieder die schönen Starteinblendungen, bis hier nicht mal losfahren. Das ist natürlich scheiße, wenn man da ganz, ganz hinten steht, da kann man ewig warten. Da wartet man wirklich ewig und man denkt, man kommt gar nicht mehr dran. Aber irgendwann geht es dann doch los und man denkt sich, juhu, und dann warten natürlich die Ersten ewig. Oh Gott. So, Checkpoint. Das heißt, wir sollten halbwegs sicher fahren. Nicht unbedingt in jede Wand reinfahren. Rand reinfahren, ja genau. Oh nein, Giulietta. Der steuert sich natürlich auch wieder wie ein Panzer. Ja, die ganzen S1-Autos sind eigentlich ziemlich scheiße zum Fahren, würde ich jetzt mal sagen. Weil die liegen einfach... Boah, die Kurve. Die nimmt ja ein LKW mit 10 Meter Anhänger nun besser. Oh Gott, Hilfe. Das wird, glaube ich, wieder eine relativ schlechte Platzierung geben, habe ich jetzt irgendwie so im Gefühl. Weil die ersten zwei sind schon wieder so weit weg. Und hinter uns ist niemand, also es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die ersten schon so weit weg sind. Und den Berg hoch. Natürlich, die ganzen Strecken kennen wir aus der Karriere, aus dem ganzen vorigen Let's Play. So. Aber da waren wir nie mit, also da waren wir schon lange nur mit so langsamen Autos unterwegs. Weil die S1-Autos, ja, die sind halt so langsam und so träge. Und wir können sogar auf ein... Was machen die denn wieder vorne? Oh Gott, war das schlecht. Aber irgendwie abgefangen und nochmal in die Wand rein, jawohl. Aber wir können auf die ersten zwei anscheinend ein bisschen aufholen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir haben auch noch einiges an Zeit. Also wir haben nur 40 Sekunden an Zeit. Da kommt die Felswand. Ja, die Felswand war da. Okay, wir kommen auch echt an die ersten zwei ran. Das wundert mich gerade ein bisschen. Weil so gut bin ich jetzt auch nicht gefahren. Schaut nicht schlecht aus. Schaut nicht schlecht aus. Von hinten kommt auch keiner. Also so schlecht sind wir anscheinend ja doch nicht unterwegs. Wenn von hinten keiner kommt, aber wahrscheinlich wird im Ziel dann der letzte Platz bereitstehen, habe ich so im Gefühl. Oh nein, nicht so weit raus. Dankeschön. So, jetzt haben wir nur 20 Sekunden. Jetzt kriegen wir natürlich wieder ein bisschen was dazu. Oh nein, nicht dagegen fahren. Aber ich glaube, bei die vorderen zwei, ich glaube, vor denen sollten wir sein, weil die sind ja vor uns gestartet und jetzt haben wir sogar einen überholt. So viel nur, dass die uns halbwegs leben lassen und nicht unbedingt von der Strecke rammen. Das wäre jetzt nur relativ suboptimal. Aber es läuft gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt nur 8 Sekunden vor uns. Sollte eigentlich jetzt langsam nichts mehr haben. Oh Gott, und jetzt mit dem Panzer im Berg hoch. Zieh, Giulietta, zieh. Ja, der vor uns bleibt stehen. Ja, und wir schaffen den Checkpoint sogar noch. Wahnsinn. So, und jetzt heißt dann abwarten mit 8000. Wir haben einen Bug. Wir haben einen schönen Bug. Oh je. Nee, geht sogar. Ich hätte jetzt schon gedacht, wir haben... Aber... Das war ein schöner Bug, muss ich gerade sagen. Also wir sind eigentlich bei 8200 Meter, glaube ich, stehen geblieben und haben einfach nur 280 Meter weiterfahren dürfen. So, und jetzt heißt es einfach abwarten, zurücklehnen und schauen, was die anderen machen. Das könnte jetzt natürlich nur eine ordentliche Zeit lang dauern. Ja, ich glaube, ein paar werden uns auf jeden Fall nur kassieren. Wir sind erst 5 Stück fertig. 5 Stück sind erst fertig. Es fahren noch 7 Stück. So, der erste hat uns schon mal... Aber ich glaube, auf 10.000 Meter soll in dem Event eigentlich keiner kommen. So, der nächste hat uns zumindest schon mal Dritter. Dritter Platz. Geht da noch irgendwas? Okay, die fahren sehr lang, muss ich gerade sagen. Oder die haben auch so einen Bug, dass sie... Ja, jetzt hat uns der nächste Vierter. Vierter Platz. Da kommt der nächste schon, wie ich sehe. Fünfter Platz. Ach komm. So schlecht war die jetzt auch nicht unterwegs. Wird man wahrscheinlich gleich Sechster auch noch werden, oder? Wie lang die halt einfach fahren. Und warten, warten, warten. Lalala. Ja, was passiert denn jetzt? Ich glaube, das ist ein Bug. Jawohl, jetzt ist einer fertig.
Aber das muss doch ein Bug sein, oder? So lang kann doch keiner fahren. Jetzt werden sie langsam fertig. Ich glaube, die haben den gleichen Bug gehabt wie ich, dass sie nach der Zeit auch nur ein bisschen weiterfahren haben können. Ach komm, wie lang fahren denn die ersten? Jetzt komm, Spiel, auf geht's. Der Part ist wieder lang genug. Macht's mal fertig hier. Warum dauert denn das so lange? So lange, so lange. Yay, einer ist wieder fertig, aber die ersten vier, was machen denn die? Es kommt wahrscheinlich gleich ein Netzwerkfehler. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe den Netzwerkfehler schon. Ach, das gibt's doch nicht. So lange kann keiner auf der Strecke fahren. Bestimmt hängt das Spiel schon wieder. Ich sehe es doch kommen. Ich sehe es kommen, den Netzwerkfehler. Gib ihn mir, komm. Gib ihn mir, den Netzwerkfehler. Jetzt müssen wir mal überlegen, wann die uns überholt haben und die sind jetzt schon im Rennen. Das heißt, die sollten jetzt irgendwo bei 20.000 Meter sein. Und ich glaube, das schafft keiner. Würde jetzt mal ganz groß behaupten. Das heißt, das Spiel hängt und hängt und hängt und hängt. Hey, wir sind auf 4 vorkommen. Immerhin. So, wann kommen wir jetzt vielleicht auf 3 auch noch vor? Das wäre traumhaft. Aber da sieht man schon, irgendwie hat das gerade einen ordentlichen Bug drin, das Spiel. Lalalalala, wie lang dauert es denn heute noch? Oh, Spiel, Grid 2, was tust du denn? Wie lang der Part eigentlich schon wieder ist, brutal. 22 Minuten und nur 3 Rennen haben wir, glaube ich, noch gemacht. Aber weil das letzte Rennen wieder so ewig lang dauert. Oh Mann. Ja, wir sind Dritte. Könnte sogar sein, dass wir sogar noch auf 1 vorkommen. Wenn die ersten zwei jetzt endlich mal irgendwie eine Wertung kriegen würden. Komm, wir duseln jetzt bestimmt uns irgendwie auch wie nur auf 1 vor. Komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lalala, ich bin Grid und ich brauche 50 Jahre, um mein Ergebnis reinzuschreiben in die Ergebnisliste. Pom, 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 pom. Dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Hey, jawohl. Was? Megabug. Megabug, 20.000 Meter. No chance. No, das geht nicht. Etwa ist es ein Cheater oder ist es ein Megabug. Aber das muss ein Megabug sein. Muss. Wir sind Dritte, aber der erste hat einen Megabug. Also, Megabug. Wirklich ein Megabug ist es. 20.000 Meter bei so einem Event. Nie im Leben. Niemals. Niemals. Das schafft nicht mal mit dem Königsegg irgendwie so weit. Niemals. Vor allem jeder 8.000, 8.000, 8.000, 20.000. Natürlich. Aber wir kriegen ein bisschen Kohle. 26.400 G-Dollar. 2.400 G-Dollar macht ins der Summa. 28.800 G-Dollar. So, damit kann ich jetzt endlich den Part beenden. Der war wieder verdammt lang. Ja, weil wir ewig haben warten müssen. Eine Megabug und... Nein, nicht Level 24. Aber egal. Ich würde sagen, für heute war es das. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.